Ja, guten Tag, mein Name ist Jürgen Zerr. Ich freue mich, Sie heute begrüßen zu dürfen. Das ist das Versuchsfeld der Biothermanufaktur. Wir stehen hier in unserem biologisch angebauten Fenchel. Sie sehen, der Fenchel ist jetzt ungefähr 80 cm groß. Er wurde Ende April ausgesät. Und hier vorne sehen Sie sogar schon die erste Blüte von dem Biofenchel. Normalerweise kommt die Blüte erst ein bisschen später. Wenn Sie sehen, hier nach hinten beginnen auch schon manche zu schossen. Normalerweise ist das erst 2 bis 3 Wochen später, wird eine große Trockenheit im Frühjahr. Deswegen beginnt das etwas früher. Der Fenchel hat die letzten 2 Wochen sehr viel Regen bekommen. Wir haben in Nordhessen jetzt ungefähr 80 mm Regen. Wir nehmen an, im August ist weniger Regen. Ich freue mich, Sie in 4 Wochen wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Wir nehmen an, am 30. August laden uns wieder ein, den nächsten Fortschritt hier im Versuchsgarten zu sehen und auch alle 4 Wochen dann, bis er in die Ernte kommt, dass wir Ihnen erklären, wie der Fenchel ausgesät wird, wie er hier langsam wächst und wie man am Ende erntet und auch dann trinkt. Vielen Dank, bis dann, auf Wiedersehen.